Wespennest. Bevor ich ihm jedoch einen Besuch abstatte, muss ich mehr über diese mysteriöse Information wissen. Vielleicht kriege ich dann auch mehr aus diesem Journalisten raus. Auf zur Polizeistation. Alles klar. Na dann. Kürzen wir ab. Auf zur Polizeistation. Ja, wir sind ja schon da. Und irgendwie kann ich mich gerade nicht bewegen. Ach, deswegen. Kommen Sie. Wieder zurück. Hierher, guter Mann. Der Inspektor will Ihnen einige Fragen stellen. Das ist der Mann, Inspektor. Gute Arbeit, Humphreys. Und nun zu Ihnen. Ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung für das, was Sie hier bei uns zurückgelassen haben. Wie sind Ihr Name und Ihr Beruf? Sherlock Holmes, eigenverantwortlicher Detektiv. Was hat das zu bedeuten? Mr. Holmes, können Sie erklären, warum Sie so gekleidet sind? Warum Sie sich entgegen meiner Anordnung in dieser Gegend aufhalten und wie Sie, glücklicherweise, an dieses Diebesgut gekommen sind, das Sie hierher gebracht haben? Zunächst möchte ich betonen, dass ich nicht unter Ihrem Befehl stehe und Ihre Ausführungen nicht als Anordnung, sondern eher als Ratschlag aufgefasst habe. Ich hielt es für vernünftig, ihn zu befolgen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wollte ich ihn früher oder später Rede und Antwort zu dem Diebesgut stehen. Dank meines hiesigen Aufenthalts kann ich Ihnen außerdem einige Hinweise... Wenn es um die Whitechapel-Morde geht, ist das nicht notwendig. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir schon in ein oder zwei Tagen die Identität des Mörders publik machen können. Ich bin beeindruckt, Inspektor, und kann Ihnen nur meine aufrichtigsten Glückwünsche überbringen. Dennoch sollten Sie einen bestimmten Arzt... Hören Sie, Holmes, lassen Sie uns einfach unsere Arbeit machen. Sie haben uns eine große Last abgenommen, indem Sie das Diebesgut für uns gefunden haben. Das erspart uns mehrere Wochen Arbeit. Aber ich glaube, dass ein Fall wie dieser, die Fahndung nach Jack the Ripper, Ihre Fähigkeiten übersteigt. Ich verlange, dass Sie keinen Fuß mehr in diese Gegend setzen, bis die Sache erledigt ist. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ich werde Ihren Rat zur Kenntnis nehmen, Inspektor. Sie erwähnten Jack the Ripper? Verzeihen Sie, kennen Sie etwa den Namen des Mörders? Oh, das stammt aus einem Brief, den die Central News Agency uns zukommen ließ. Er wurde von dem Mörder verfasst. Und auch wenn das noch nicht erwiesen ist, müssen Sie dennoch zugeben, dass die Signatur Eindruck schindet. Diese Information ist allerdings vertraulich. Und ich muss Sie bitten, sie für sich zu behalten, Holmes. Darf ich einen Blick auf den Brief werfen? Rein aus Neugierde, Inspektor. Danach sind Sie mich los. Wenn das so ist, warum nicht? Vielen Dank. Ja, der Diaboss-Brief. Der ist richtig berühmt in der Kriminologie. Mal schauen, lieber Boss. Mir kommt ständig zu Ohren, dass mich die Polizei geschnappt hätte. Aber so weit ist es noch nicht. Ich habe herzlich gelacht, als Sie sich für so schlau gehalten und gedacht haben, dass Sie auf der rechten Spur wären. Die Sache mit Lederschürze hat mich köstlich amüsiert. Ich habe es auf Huren abgesehen und werde nicht eher aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Das letzte Mal war großartig. Ich habe der Frau keine Zeit gelassen zu schreien. Wie wollen Sie mich jetzt erwischen? Ich liebe meine Arbeit und will auch weitermachen. Sie werden schon bald wieder von mir und meinen kleinen lustigen Spielchen hören. Beim letzten Mal habe ich etwas von dem roten Zeug in einer Ginger Ale Flasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es ist geronnen und fest geworden, so dass ich es nicht benutzen kann. Rote Tinte wird's wohl auch tun, hoffe ich. Haha. Beim nächsten Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie nur so zum Spaß der Polizei. Das wird doch richtig lustig. Oder? Halten Sie diesen Brief noch zurück, bis ich etwas mehr gearbeitet habe. Dann können Sie ihn direkt weiterleiten. Mein Messer ist so scharf und gut, dass ich sofort loslegen möchte, wenn sich die Gelegenheit bietet. Viel Glück, Ihr ergebener Jack the Ripper. Ich hoffe, der Name missfällt Ihnen nicht. P.S. Ich konnte den Brief leider nicht verschicken, bevor ich die rote Tinte von den Händen bekommen habe. Verdammt, einfach kein Glück. Sie behaupten jetzt, ich sei ein Arzt. Haha.
interessant. Herauszufinden, wer Jack the Ripper ist, soll meine Fähigkeiten übersteigen? Wir werden sehen, Inspektor Eberlein. Wir werden sehen. Ich weiß jetzt, wer den Lieber-Boss-Brief unterzeichnet mit Jack the Ripper geschrieben hat, den ich von Inspektor Eberlein erhalten habe. Und darüber hinaus weiß ich auch, warum. Tom Bulling wurde von dieser fiktiven Figur Springheel Jack dazu inspiriert, eine Legende um den Whitechapel-Mörder zu stricken. Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, Squibby anzuschwärzen, wenn ich ihm erzähle, dass ich von der Sache Wind bekommen habe. Ich muss ihn schnellstmöglich finden. Die größten Erfolgsaussichten dürfte ich im Pub haben. Yep. Aber die Kneipe. Ist ja interessant, denn es wurde ja wirklich nie herausgefunden, ob der Diaboss-Brief dann wirklich von Jack the Ripper war. Dazu hören, dass es vielleicht nur von einem besoffenen Journalisten ist, das ist interessant. Ah, Holmes, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Und hier bin ich. Schön. Wollte schon gerade fragen, was machst du hier, Watson? Ausgezeichnet, Watson. Dieser Einfallspinsel Bluto hat es sicher auf uns abgesehen und könnte sich immer noch dort versteckt halten. Ich versuche, im Pub mehr zu erfahren. Und Sie, Watson, halten draußen die Augen offen. Zögern Sie nicht, bei dem kleinsten auffälligen Geräusch die Polizei zu rufen. Ja, schreib ihn, Mädchen, Watson. Dann werden wir sofort wissen, was los ist. Ach, da ist ja Bulling. Und auch die schöne Bartdame wieder. Hallöchen. Ja, Sir? Okay, sie ist nicht so gesprächig. Wie sieht's mit Guten dir aus? Guten Abend, Mr. Bulling. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Reden Sie, mein Freund. Ich gebe Ihnen einen aus, wenn sich daraus etwas machen lässt. Geht es um die Whitechapel-Morde? In der Tat. Ich kenne die Identität des Mannes, der einen Brief an die Polizei verfasst hat. Der Brief beginnt mit Lieber Boss und der Verfasser behauptet, der Whitechapel-Mörder zu sein. Unterzeichnet ist er mit Jack the Ripper. Was? Es handelt sich bei dem Verfasser um einen Journalisten, der sich von Springheel Jack inspirieren ließ, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität seiner Presseagentur zu untermauern. Dieser angebliche Jack sorgt für Informationen aus erster Hand, die der Journalist häppchenweise an die Behörden weitergibt, sowie einige dezente Indiskretionen, die er an die bettelnden großen Zeitungen durchsickern lassen will. Er spielt beide Seiten gegeneinander aus und ist im wahrsten Sinne des Wortes der federführende Kopf hinter dem Gerücht. Er hat den Brief an diesem Ort verfasst und seine Finger sind mit roter Tinte bekleckert, so wie Ihre. Was wollten Sie von mir, mein Freund? Sie haben einem gewissen Squibby damit gedroht, ein Telegramm aufzugeben, das ihn als möglichen Verdächtigen im Fall dieser Morde nennt. Sie wollen sich für einen alten Streit rächen. Ich schlage vor, Sie verzichten darauf, dieses Telegramm aufzugeben und lassen Squibby in Ruhe. Diesen Taugenichts habe ich schon längst vergessen. Ich habe ihm die Drohung an den Kopf geworfen, als ich gerade unterwegs zur Polizeistation war. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Außerdem müssen Sie damit aufhören, diese Briefe zu verfassen. Sie behindern damit die Ermittlungen der Polizei. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe ein gutes Verhältnis zur Polizei. Erkundigen Sie sich ruhig. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Alles klar, dann tschüssi. Leben Sie wohl, Sir. Auf Nimmerwiedersehen. So. Ja, geht auf, man nun die Klingel gehört hat. Die Post war gerade da. Ich denke, ich kann es ja jetzt sagen. Ich habe mir nämlich was bestellt, was für Sherlock Holmes Fans wirklich ein Muss ist. Und zwar eine Ultimate-Kollektion, von wo 7 der besten Spiele drauf sind. Ach, herrlich. Naja, da werde ich ja einiges zu Let's Playen haben. Naja, das werde ich mal später gucken, erstmal weiter aufnehmen. Aber wieder mal typisch. Immer mitten in der Zwischensequenz muss irgendjemand klingeln. Ja, na Watson. Schnell zur Polizeistation, Watson. Wir sind nah am Ziel. Squibby wird uns verraten, was er über Tumblety weiß. Schön. Squibby, ach, das hat er doch. Nicht mehr im Gefängnis? Sie sind wieder ein freier Mann. Wir waren gerade unterwegs zur Polizeistation, um sie zu finden. Psst. Ja, die Bullen haben mich gehen lassen. Ich wollte erst zu Bluto und dann versuchen, sie zu finden. Und? Haben Sie mit dem Zeitungsfritzen geredet? Ja, er ist im Pub und die Sache dürfte erledigt sein. Jetzt würde ich gerne hören, was Sie über Dr. Tumblety zu sagen haben. In Ordnung, aber wir müssen uns beeilen. Eines Nachts war ich unterwegs zu Bluto, um ihn in seinem Versteck zu treffen.
Nicht weit von der Pension, in der dieser Tumblety ein Zimmer hat. Er ist auch gerade gekommen und muss ein ziemliches Saufgelage hinter sich gehabt haben. Um auf den Punkt zu kommen. Dieser Kerl stand also da und hat mich angegrinst. Er meinte, er sei ein großartiger Arzt aus Amerika und wolle mit mir ins Geschäft kommen. Ich habe gesagt, dass ich schon Interesse hätte, aber nicht zu den Leuten gehöre, die mit Fremden sofort ein Ding drehen. Er hat mich dann in sein Zimmer eingeladen, um über das Geschäft zu reden, nur er und ich. Wir haben ein oder zwei Flaschen geleert und dann wollte er mir plötzlich zeigen, was er in diesem riesigen Koffer hat, den er immer mit sich herumschleppt. Ich musste mich fast übergeben. In diesen Gläsern waren keine Essiggurken oder anderes Zeug, sondern Fleischstücke. Und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass es sich dabei um intime Körperteile einiger betagter Damen handelt. Präparate, hat er gesagt. Liebestöter würde wohl eher passen. Bah! Dann hat er angefangen, über Frauen herzuziehen. Sie seien nichts weiter als Hunde. Aber die schlimmen Sachen spare ich mir jetzt lieber. Dann ist er näher gerückt und hat mir seine verschwitzte Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Vielleicht ist er einer von denen, aber ich bestimmt nicht. Ohne zu zögern habe ich ihm eine verpasst und mich dann aus dem Staub gemacht. Er wollte mich aber trotzdem wieder treffen und dieses Mal wirklich nur über das Geschäftliche reden. Dann musste ich aber in den Knast und... Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Warum? Ist er nicht in der Pension? Vielleicht hat er ja auch Gefallen am Leben hinter Gittern gefunden. Ich habe gehört, dass man in manchen Gefängnissen sogar... Danke für die Informationen und vielleicht bis bald, mein Freund. Hier ist die versprochene Summe, damit Sie London verlassen können. Danke, Kumpel. Ich muss noch eine alte Rechnung mit Bluthor begleichen und dann verschwinde ich aufs Land. Okay. Was ist denn da los? Lipski! Mein lieber Watson, wir müssen zuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Bisher sind wir nicht auf Dr. Tumblety gestoßen, aber die Zeit ist jetzt gekommen. Was denken Sie darüber, Holmes? Wir müssen herausfinden, ob es nur reiner Zufall ist, dass ein Sammler menschlicher Organe und ein Mörder, der besagte Organe entnimmt, zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend unterwegs sind. Alles klar. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie doch noch Ihren Schlüssel abgeben. Ach, Sie sind es, Mr. Holmes. Guten Abend, Dr. Watson. Dieser Schlüssel. In der Tat, ich bin's wieder. Einer Ihrer Mieter ist gegangen, ohne seinen Schlüssel abzugeben? Ja, Dr. Tumblety, über den wir ja bereits gesprochen hatten. Kurz nach Ihrem letzten Besuch hier sind Polizisten aufgetaucht und haben mir einige Fragen über ihn gestellt. Kaum waren sie weg, ist er schon um die Ecke gekommen und in sein Zimmer im oberen Stockwerk geeilt. Kurze Zeit später habe ich während meiner Aufräumarbeiten gehört, wie etwas in seinem Zimmer heruntergefallen ist und jemand die Treppe hinuntergerannt ist. Er ist mit seinen meisten Gepäckstücken auf und davon, aber ohne mir den Schlüssel zurückzugeben. Gehen Sie ruhig rauf und sehen Sie sich um. Die Tür ist noch offen. Alles klar, danke, Finlay. Vorsicht, Watson! Bleiben Sie an Ort und Stelle stehen, bis ich diese Spuren genauer untersucht habe. Ich weiß, Holmes, ich weiß. Ich kenne Ihre Vorgehensweise. Ja, wir auch. Ah, Sie haben Ihr Maßband und Ihre Lupe dabei. Und ich dachte schon, Sie hätten Ihr Handwerkszeug vergessen, Holmes. Ich vergesse nie die wichtigsten Dinge, mein lieber Watson. Stimmt. So.